Halli, ja. Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosocte 404, hier mit der Maya Müller am Start und ja, den Hubologen. Ja, keine Ahnung, was mit den Hubologen los ist, die werden gleich losfliegen oder so, die größte Enttäuschung der Welt. Ja. Hallöchen. Entschuldigung. Die Lichter, es ist wundervoll. Du hast es geschafft, alle in das Raumschiff. Wir müssen einen Systemtest durchführen. Komm mit uns hinein und aktiviere es. Du wirst sehen, die Prophezeiung des Hub ist wahr. Na toll. Ich würde eher sagen, ihr habt euch das ganze Hirn weggeröstet. Das ultimative UFO. Yeah. Ich glaube, ihr kriegt gleich alles kotzen eher. Na gut, soll nicht mein Problem sein. Fahrgeschäft starten. Viel Spaß dabei. Beim Hub, es funktioniert! Naja, mir wird jetzt schon übel, wenn ich da hingucke. Visionen. Ich habe Visionen. Ja. Ich habe auch Visionen. Ich glaube, ich muss kotzen. Ja, ich muss auch kotzen. Man glaubt das kaum. Irgendwas stimmt nicht. Schalt es ab. Schalt es ab. Ja, Reise zu den Sternen abgeschlossen. Ja. Wir sind hinüber. was für eine Sauerei. Fusionszelle, danke. Ja, aber warum haben die jetzt eigentlich ihre Köpfe verloren? Das verstehe ich wiederum jetzt nicht. Mhm. Joa. Nehmen wir auch. Auch das mal bitte. Da liegt ein Bein. Irgendjemand hat wohl sein Bein verloren und ist dann irgendwie rumgewirbelt. Ich weiß es nicht. Joa. Tolles Ding. Kann man das nochmal anmachen? Jo. Ja. Wann hört das wieder auf? Okay. Bäh. Ja, so kann es dann gehen, wa? Tolles Ding. Echt tolles Ding. Ja, reife Leistung. Ja. So viel zu dem Thema. Ja, geiles UFO habt ihr hier gehabt. Ja, ganz geiles UFO. Fleischbau. Ich will noch mal gucken, ob man noch mal eure geile Hütte da erreichen kann. So natürlich nicht. Ach ja. Gläubige Menschen sind irgendwas von lustige Dinge. das könnte ich den ganzen Tag machen. Menschen irgendwie rumwirbeln und ein bisschen kotzen und den Kopf verlieren. Ja. Bringt mir mal ein paar gläubige Leute vorbei. Egal was. Ich nehme alles. Ich nehme all. Ja, und wirbel sie einmal rum. Bis der Verstand mal endlich mal vielleicht rauskommt und reinkommt oder wie auch immer. Ja, wenn es so einfach gehen würde. Wirbelst die ingläubigen Menschen rum, kommen dann 10 neue. Ja, man kennt das. Die vermehren sich. Was ist das für ein Ort? Ich mach erstmal mal ein bisschen Licht an. Hallo?
Sie stecken da irgendwie drinne. Ja. Hier gibt's einen Fernseher. Sehr schön. Hallo? Hey. Wenn du handeln willst, frag meinen Mann. Ansonsten runter von unserem Land. Aha. Wenn ich handeln will, soll ich ihren Mann fragen. Hallo. Hi. Vorsicht. Ich will keinen Ärger. Wenn du zum Handeln hier bist, gut. Ansonsten schlage ich vor, du gehst. Mhm. Lebst du mit deiner Familie allein hier draußen? Ganz richtig. Aber komm jetzt nicht auf dumme Ideen. Monique und ich waren früher Gunner. Wir wissen, wie man kämpft. Aha, ihr wisst es, aha. Ich schaue mich nur um. Du kannst dich gerne umsehen, aber nichts anfassen. Oh, 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 oh. So, handeln wollte ich aber auch noch. Halt. Brauchst du sonst noch was? Ja. Zeig mal, was du so hast. Hier ist unser Angebot. Okay, was haben die denn noch Schönes? Hm, sieht nach Munition aus. Oh, sieht nach Waffen aus. Präzisionsschützen. 142er Schaden. Hallo. Was ist das für ein Geschäft hier bitte? Mhm. Was ist das? Taktisch. Optimiert und feurig. Hm, feurig. Kleidung, nichts Besonderes. Gott. Ja, das ist jetzt mal wirklich Schrott. Schrott. 120 Schrotpatronen. Na, die hole ich doch gerne. 05er. Den nehmen wir doch auch gerne. Danke. Ist mir jetzt zwar ein bisschen teuer, aber. Pff, hallo. 120. Nochmal hier rein, ne? Das nehme ich doch gerne mit. So, wie sieht's hier hinten aus? Aha. Interessanter Ort, aber warum? Sehr merkwürdig. Ach, da ist das Hubologenlager. Jetzt müssen wir nach West. Was ist denn hier? Komm. Weil ich noch mal gucken will, ob ich da jetzt noch mal was machen kann. Ach, ihr wollt kämpfen? Okay, dann solltet ihr das hier bekommen. Dann besorge ich es euch waffentechnisch. Alter Falter! So. Oh, der eine ist down. Für den anderen reicht hier Schuss gerade nicht. So, jetzt bist du aber dran. Bäm. Und da ist noch einer. Na komm. AP kommt drin. Danke, geht doch hier so. Dann ist ja auch Geschichte. Aus nächster Nähe schön rein. So. Na, Kronkorken. Danke. Er hat nur ein bisschen Fleisch. Wo sind die anderen Viecher? Ich wollte schon sagen, wo sind die anderen Viecher, aber hier sind. Naja. Hm. Gut, Westneig gesagt. Also sind wir so eine Strecke gelaufen vorhin mit den Hubologen? Das war ja Mama. Kannst nicht in die Richtung gehen. Achso. Wir müssen nach Osten. Wir müssen nach Osten. Osten, Osten. Da haben wir Osten. Ja. Falsche Richtung gerannt. Super. An die richtige Richtung gedacht, aber falsche Richtung gemacht. Ja. Das da ist, weiß ich auch noch nicht. Irgendwie so ein Ort. Ach, das ist dieses Autofriedhof. Ja, da kann man jetzt das UFO sehen. Ja, so kann es dann halt gehen.
Da hat es die Hubologen sozusagen jetzt zerpflückt. Ob sie wollen oder nicht, da ist halt nicht mein Problem. Alter, ist das eine Strecke hier? Hallo? Geht mal weg von mir, ich will nichts von euch. Okay. So, hier ist diese komische Brücke nochmal. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier doch nochmal irgendwas rankriege. Irgendwas Lustiges vielleicht. Schauen wir uns die Gebäude hier nochmal an. Kronkorken, Plasmakartusche, Kronkorken, boah. Stimpack aufbereitetes H2O. Okay. Mhm. Ja. Das sieht komisch aus. Der Zitterbaum. Sehr merkwürdig. Das ist weg hier. Sehr merkwürdig. Was ist hier los? Das Ding ist aber noch da. Ich weiß nicht, was ich von halten soll im Abschlussbericht. Was soll ich in den Abschluss reinschreiben? Ich hatte einen Haufen Spinner getroffen. Die jetzt im Häcksler waren. Zumindest sehen sie so aus. Ja. Die sind Gemüse. So oder ähnlich. Anders kann ich es nicht mehr so sagen. Ne? Das ist so. Ne? Ja. Gut, es bleibt mir nichts anderes übrig, außer jetzt wirklich langsam der Sache näher zu kommen. Und zwar hier, Nuka-Town. Nee, Nuka-Dingsbums hier. Die schwerwiegende Entscheidung ist, weil wir doch das dann mal machen müssen. Ob wir wollen oder nicht. Tja. Jetzt habe ich sehr lange vor mir hingeschoben. Aber jetzt werden wir es doch langsam machen, wa? Mann. Meine armen Siedlungen. Naja, vielleicht lässt sich der Wahnsinn so ein bisschen lenken. Man weiß es nicht. Ja? Vielleicht lässt sich der Wahnsinn so lenken. Der Teddybär schaut mich seltsam an. Der Teddybär. Gut. Wo müssen wir hin? Daten. Sause mit der Brause. Da ist er. Und? Hast du schon entschieden, wie du dir das Gebiet holen willst? Ja, habe ich. Siedlung auslöschen, ich denke darüber nach. Halt, ey. Ich rede mit ihnen. Genau. Ist mir recht. Genau. Und welche Crew soll zu mir stoßen? Abgesteckt hast? Das war das Rudel gewesen. Das Rudel. Alles klar. Und weißt du schon? Ich bin bereit. Bin bereit. Gut. Also, wo willst du zuschlagen? Ja, wo will ich zuschlagen? Was nehmen wir denn? Landhaus an der Küste? Siedlungen sind Bestandteil von Quest. Es erscheinen auf. Aha, okay. Außenposten. Starlight Drive in Gutshaus. Coup. Urbanita Farm. Die Finch Farm. Die Kinderkrippe könnten wir machen. Ja, ich denke, bei der Kinderkrippe ist schon okay. Moment,
Bin mir ziemlich sicher, dass der Laden dir gehört, Boss. Willst du da wirklich zuschlagen? Aktuell ist viel aufgeht. Ich habe meine Meinung geändert. Verstanden. Also, willst du mir noch ein Ziel nennen? Oder willst du vielleicht doch einen anderen Job machen? Job ändern. Ich will den Job ändern. Klar doch. Aha. Wie willst du es machen? Siedlung auslöschen. Ich denke darüber nach. Ich werde etwas Zeit brauchen, um darüber nachzudenken. Klar, ich bin hier. Ach komm, ey. Das geht nicht. Shank? Und? Hast du schon entschieden, wie du dir das Gebiet holen willst? Ja. Gucken wir nochmal. Ich rede mit ihm. Und welche Crew? Bla bla bla. Okay, das Rudel. Alles klar. Okay. Und weißt du... Ja? Bin bereit. Gut. Also wo soll das... Wo soll das stattfinden? Geht das hier vielleicht? County Crossing? Nee, das geht nicht. Mist. Was machen wir denn? Starlight Drive-In, Gutshaus Group, Kingsport Leuchtturm. Ich glaube, an den Leuchtturm hatten wir noch nicht so viel, wa? Nee, der Leuchtturm ist Leuchtturm. Leuchttürme sind geil. Aber wir gucken, was wir nur einen machen brauchen oder so. Ich weiß nicht, wie wir machen müssen. Northhagen Beach. Kinderkrippe. Och man, das ist so fies gerade. Ja, nehmen wir die Kinderkrippe. Ich glaube, der Laden gehört dir schon, Boss. Bist du sicher, dass du da zuschlagen willst? Ist das denn wichtig? Nur wenn du da weiter die Kontrolle behalten willst. Wenn du eine Siedlung für einen Job auswählst, ist damit jede Beziehung hinüber, die du mit den Leuten da hattest. Du solltest dir gut überlegen, ob du die Kontrolle über den Ort wirklich aufgeben willst. Also ist das weiter das Ziel. Mist! Ich habe meine Meinung geändert. Klar. Ich glaube, ich muss mal echt mal die Orte aufschreiben. Oder willst du vielleicht doch. Warte mal, ich gehe mal kurz von der Tasten und hol mir mal zum Schreiben. Lässt du mich hier einfach hängen, Boss? So, da bin ich wieder. Jetzt machen wir es mal ganz intelligent. So, wartet mal. Aktuelles Ziel in... Nehmen wir uns ein anderes Ziel. So, das machen wir mal so. Also, was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Ich weiß es nicht. So, das ist einmal Landhaus an der Küste. Also, Landhaus an der Küste. Hier ist die Kinderkrippe. Ich wollte Grippe schreiben. Das ist Nord, Hagen Beach. Dann ist die Finch Farm. County Crossing geht nicht. Warum geht eigentlich County Crossing? Gucken wir uns gleich mal an. So, dann ist der Slog. Na, den Slog werde ich bestimmt nicht machen. Außen. Posten. Simon. Ja. Ich schreibe hier wirklich echt analog gerade mit dem Stift. Das ist der Hammer. Dann ist die Red Rocket. Red Rock. Cat Rust Dead. Dann ist die Aber Nessie Farm. Dann ist das Tough Pinkton Bootshaus. Lümmel ist, wie gesagt, ich habe zwischendurch immer überall mal was gebaut.
Kingport. Leuchtturm. Und dann ist noch das Gutshaus Crope. Okay, Gutshaus Crope. Und dann ist noch das Star Like Drive In. Gut. Du musst mir schon was sagen, Boss. Ja, ich weiß. Kannst du mir noch ein Ziel nennen oder die Vorgehensweise ändern? Warte mal. Wir gehen mal weg von dir. Wir gucken mal hier rein. Daten, Werkstätten. Abenita Pharma 20 Leute. Warte mal. Landshaus sowieso. Landshaus an der Küste. Hat 20 Leute. Das ist ziemlich voll, das Ding. Die Kinderkrippe war auch voll. Nordhagen Beach. Wo ist das Mistding? Nordhagen Beach? Da ist es. 17 Leute. Dann gibt's die Finch Farm. Boah, ihr seht, ey. Der Slog, der war auch voll, so viel ich weiß. Oh, yeah. Außenposten. Simoya. Red Rocket. Red wird hier. 13 Leute. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. So, dann gibt's die Ebenitter Farm. Ebenitter Farm ist voll. Dann ist es Teffington. Es ist so tuffig da. Das ist 18 Leute, ziemlich voll. Kingsport. KLMNOPQR, da haben wir es. 20 Leute, der Täuschturm, toll. Gutshaus Crope. Mhm. Starlight Drive-In. Okay. Was war denn das Ausgegraute jetzt nochmal? Mist. Ich hab mir das Ausgegraute nicht markiert. Ich hätte mir das Ausgegraute markieren müssen. Das heißt, wir gucken uns das Ausgegraute nochmal an. Ansonsten muss ich das Ausgegraute minimal aufbauen, dass das Ding aktiviert ist. Wenn du dir das Gebiet holen willst. Ja. So, ja. Ich rede mit ihnen. Und welche Crew? Mhm. Das Rudel. Alles klar. Okay. Und weißt du schon, wo die... Bin bereit. Gut. Mhm. Also, wo willst du... Ja, weiß ich noch nicht. Sag mal her. County Crossing. Mhm. Warum wird das nicht aktiviert? Zu wenig Leute oder was? County Crossing. Aha, okay. Du musst mir... Willst du mir noch ein Ziel nennen oder die Vorgehens... Mhm. Jo, dann ist das hier erstmal Ende. Machen wir mal weg. County Crossing, warum? Was ist da los? Das sind 20 Leute. Okay. Das wird dann die Red Rocket Rush-Stätte wohl werden. Das ist die mit den wenigsten Leuten. Red Rocket. Wo haben wir sie? Ich will mal gucken, wo die war. Das ist doch nicht die Red Rocket Crush-Stätte. Ich hab das Animus, das ist die genau, die mir vor der Nase steht, sozusagen. Ne? Das heißt, wenn die da Mist bauen, kann ich da jederzeit reinballern. Gut, dann machen wir die Red Rocket Crush-Stätte. Das ist die bestimmt wirklich. Hallo, wenn Sie Fragen zu Nuka World haben, werde ich sie mit Freude beantworten. Ja, das habe ich noch. Denken Sie daran, für eine kalte, erfrischende Ja, gehen wir nicht auf den Nerv. Immer der richtige Zeitpunkt. Und? Hast du schon entschieden, wie du dir das Gebiet holen willst? Ja. Bleib doch mal bitte stehen. Ich rede mit ihnen. Ich krieg sie schon dazu, zu verschwinden. Ist mir recht. Und welche Crew soll zu dir stoßen, wenn du dein Gebiet abgesteckt hast? Immer noch das Rudel. Alles klar. Okay, jetzt das Ziel. Und weißt du schon, wo die Sache laufen soll? Ja, ich weiß schon. Bin bereit. Gut.
Also, wo willst du zuschlagen? Was habe ich gesagt? Red Rocket, war? Das war's genau. Red Rocket. Da haben wir's. Red Rocket Raststätte. Hm. Das ist doch einer von deinen Läden, Boss. Ich weiß. Willst du das trotzdem durchziehen? Ja, muss ich. Stell meine Entscheidung gefälligst nicht in Frage. Genau. Ich wollte nur sicher gehen. Also, um diese Typen loszuwerden, gibt es zwei Optionen. Sie dafür bezahlen oder sie verjagen. So oder so. Je mehr Angst sie haben, desto leichter oder billiger wird es, sie loszuwerden. Lizzie Wyeth von den Unternehmern dürfte ein paar Dinge haben, die eine Vertreibung leichter machen. Und vergiss nicht, je besser ein Ort befestigt ist und je mehr Leute dort leben, desto mehr Vorbereitungen solltest du treffen, bevor du sie vertreibst. Mach ihnen Angst, Boss. Naja. So, dann wollen wir mal schauen. Wir sollen mit der guten Lizzie reden. Erobere einen Außenposten für deine Bande. Und ich soll versuchen, die da zum Verschwinden bringen. Okay. Das sieht hier so nach dem normalen Ausgang aus, oder was, wa? Gucken wir mal. Hm. Das heißt, wir müssen ins Commonwealth. Mit seinen 35 Volumenprozent war der ungewöhnliche Softdrink ein landsweiter Erfolg in vornehmenden Bars. Ah, okay. Gut. Dann sind wir da. Dann gehen wir zu unserer Red Rocket. Das ist die hier. Bringe die Siedler in Red Rocket Raststätte dazu zu verschwinden. Ja, reisen wir mal dahin. Dolle Wolle. Meine schönen Siedlungen. Ein Glück ist das jetzt nicht eine Siedlung, wo ich sage, wow, es ist die geilste Siedlung gewesen oder sowas. Ah, kriegen wir hin. Na komm. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viele Siedlungen hier von mir wegmachen muss oder sowas. Dass nur eine ist und fertig ist oder sowas. Okay. Hallo. Hey, du. Ja? Was willst du? Hast du hier das Sagen? Ungefähr so viel wie jeder andere auch. Also, sagst du mir jetzt, was du willst? Du solltest gehen. Eine Raiderbande ist hierher unterwegs. Meine. Aber wenn ihr jetzt abhaut, gibt's keine Probleme. Versprochen. Du willst diesen Ort für dich? Hör zu, ich will dir keinen Stress machen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das ist unsere Heimat. Ja, verteilt euch auf die anderen. Ach, 1000 Kronkorken. Hier, kriegst du Kohle. Ich mache es euch ganz einfach. Nehmt die Kronkorken hier und verschwindet. Kronkorken? Für diesen... Klar, sicher. Der Laden gehört dir. Okay. It was easy. So, was nun? Hey, das Land gehört dir, okay? Jo, es gehört mir. Was ist jetzt? Muss ich hier hoch oder was? Bin leicht irritiert. Mitglieder deiner Bande besetzen diesen Ort unter deinem Befehl. Deine Crews dulden allerdings keinen Verrat. Wenn du die gesamte Nuka World Bandenmitglieder in diesen oder anderen Raider außenpassend tötet, wenden sich alle Banden in Nuka World gegen dich. Aha, okay. Ja, und nu? War's das? Es gab Punkte.
Ja, auch schön. Was ist das für einer? Einsiedler. Hallo, Herr Siedler. Das ist der Herr Einsiedler. Ja. Was sagt die Datenlage? Baue mit Hilfe der Werkstatt in Red Rockets die Signalflagge deiner Bande. Ach so. Spezial vielleicht? Nö. Raider? Flaggen. Signalflagge des Rudels. Ja, machen wir die hier vorne rauf. Die, glaube ich, da ist am besten. Warte mal, erstmal hier die weg, hier die Gunnerie. Ein bisschen auf der Seite. Style over Substance, man kennt's. Hauptsache sieht gut aus. So, und dann kann ich nämlich die Rudel. Die Rudelflagge hier packen. Na? So. Genau. Haben wir gemacht. Red Rocket, Raststätte gesäubert. Und damit sind die Tierchen hier. Ja. Triff dich mit deiner Crew. Meine Crew. Rate mal noch. Ja, ich gehe ja. Ja, ja. Ey, nicht so unfreundlich. Ich hab viel Kohle dafür bezahlt. Finde es zumindest für euch viel Kohle. Die hat sich ja beinahe verplappert, sozusagen für diesen Schrott hier ausposten. So viel Kohle. Ja. So, wie sieht's aus? Triff dich mit deiner Crew. Boah, wo soll ich mich denn bitte mit meiner Crew treffen? Bestimmt wieder hier im Nuka World Dingsbums oder sowas. Okay, das machen wir aber nicht mehr heute. Sehe nämlich gerade, wir haben wieder ein bisschen überzogen. 30 Minuten waren ja jetzt aktuell immer angepeilt bei Nuka World. Es ist wieder ein bisschen mehr geworden. Deshalb in dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Ciao, ciao und bye, bye.